Und dabei sonst ist mir das nur ein Diamant und ein Sattel. Echt? Und ein Wassereimer. Wie viel brauchen wir? Und ein Lavaeimer. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Titan mit dem lieben Killer Crafter. Hallo! Hallo! Ich bin auch und wieder da und wir joinen auf den Server in 3, 2, 1, go! Okay, so. Anmelden. Let's go, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, bin oben, nice. Also jetzt die zweite Folge, so wir schreiben jetzt mal Hi! Hi! Hallo! So, ich gucke jetzt erstmal, wie viele Leben haben wir noch? Wir sollten eigentlich noch 3 Leben haben, alles ja, gut. Alles gut. Es supi. Ist alles richtig. Tea Time, gucke ich auch gleich nach, zack, zack, Tea Time. So, genau, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit. Ja, 15 Minuten, alles okay, es ist Folge, bei mir steht zwar Folge 3, das ist ein bisschen falsch, aber wird dann alles noch gefixt, das wurde schon in der Gruppe so gemeldet und ich habe gerade FPS-Drops. Genau, warum, so. Warum FPS-Drops? Was ist denn los? Und so. Ich habe eine tolle Zitronen-Chestplate. Ich bin gerade nicht mehr, oh wait, ich muss ganz kurz gucken, ich glaube, ich muss Skype kurz schließen. Okay. Das ist gerade Eid, bist du? Jetzt einfach mal kurz, Skype in den. Kein Problem, kein okay. Problem. So. Jetzt funktioniert's. Okay. Siehst du, was ich Tolles anhab? Oh, schon eine Zitrinenrüstung. Nice. Ja, wir könnten jetzt dir theoretisch einen Zitrinenhelm machen. Ich würde sagen, nein. Ich denke, es ist besser, wenn wir kurz ein bisschen sparen und dann Zitrinenhose machen. Findest du nicht eine auch? Zitrinenhose. Okay. Weil ja. Dann kann ich. Warte, hä? Doch, da haben wir Kohle abgebaut. Wie du ich gehe ganz kurz hoch und guck, ob ich irgendwo gerade irgendwie einen Namen sehe oder sowas. Das wäre natürlich mega geil. Weil dann könnten wir kämpfen, weil also die Leute, die jetzt hier in der Runde sind, also die jetzt gerade online sind, so, das sind ja schon nicht schlechte Spiele, aber es sind jetzt nicht gerade irgendwie Veni und Co. Also jetzt nicht gerade Leute, wo ich denke, die würden mich gerade innerhalb Sekunden zerficken. Und ich sehe da einen Dungeon. Hast du Lust, einen Dungeon anzuschauen? Wir haben du hast jetzt schon einen Dungeon gefunden. Oder ja, ist das Dungeon. Wieder so ein generierter? So ein generierter hier von der Map. Komm mal kurz hoch, komm mal okay. Kurz hoch. Ich glaube, da könnte das eine oder andere sein. Oder ist es eine Höhle von einem anderen Team? Ich pack dann aber in der Zwischenzeit mal diese 8 Zitrinen nochmal rein, die ich gerade nochmal gefunden habe. Dann können wir für dich auch gleich noch eine Hose machen. So. Mhm, das ist eine gute Idee. So, okay. So. Komm mal hoch. Gut. So, wir sind ja nicht schlecht equipped. Ich habe ein Dierschwert, das ist vor allem sehr, sehr stark. Und der große Vorteil ist, das weiß ja immer noch keiner. Weil, ja, ne? Mhm. Weiß halt keiner. Halbzwilling und Nodop werden gekickt, okay. So, komm mal hier, komm mit. Ja. Das ist hinter mir, ne? Ja. Gut, da hinten, siehst du das? Dieses ja. Holz und alles, was da drin ist. Und hier ist auch so eine Brücke. Das haben wir in letzter Folge nicht gesehen, Leute. Lol. Von hier kamen wir ja eigentlich. Ja. Ich verstehe jetzt nicht, wie wir das übersehen konnten, aber. In der Aufregung übersieht man vieles. Wir schauen hier einfach mal kurz rein, so hätte ich jetzt gesagt, weil das letzte Mal, als wir sowas gefunden haben, war das ja sehr cool. Mhm. Vielleicht sind irgendwo Kisten, was steht hier? Was steht? Achtung, Verbrennungsgefahr. Oh, warte, ich stelle mich mal irgendwo drauf. Oh shit. Lass mal kurz gucken. Ich glaube, ich baue. Ah, da unten, guck. Da unten. Oh mein Gott. Guck mal. Gott. Pass auf. Okay, warte. Warte, wir legen erstmal die Redstone-Ding lahm, oder? Ja, also wenn du sie lahm legst, dann zieht es dir ein. Ja, gut, so. Und jetzt bauen wir uns mal so runter, würde ich sagen. Also ich baue mich sowieso hier an der Seite runter, weil sonst ist mir das... Ein Diamant und ein Sattel. Echt? Und ein Wassereimer. Wie viel brauchen wir? Und ein Lavaeimer. Nice, als ob. Ja. Sag mal. Doch, warte, Kürbisse sind auch noch drin. Ich nehme mal den Lavaeimer. Nethersteine können wir auch mitnehmen. Und erschaffe Kuh. Lol. Ja, wir können eine Kuh erschaffen. Yes. Nice! Aber das ist echt cool. Jetzt haben wir schon wieder ein Dia. Alter Schwede, jetzt brauchen wir nur noch zwei noch. Dann könnten wir uns schon eine Spitzhacke machen. Okay, ja, komm mal hoch. Wir gehen hier wieder hoch. Ich guck, ob hier sonst noch irgendwo was ist. Ich weiß jetzt nicht, wie du das gefunden hast, aber das war auf jeden Fall nice. Ja, einfach und immer abbauen. Dann findet man das auch. Alles klar. Ja, ich denke, sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Also wollen wir zurück in die Höhle gehen oder wollen wir rumlatschen und gucken, ob wir einer von diesen paar Leuten hier finden? Ich würde vielleicht eventuell noch ganz schnell in die Höhle gehen, dann für dich diese Hose machen und dann würde ich sagen, können wir Ausschau halten auf die anderen Gegner, weil ich hätte Bock, ein paar Leute umzuklatschen. Also ich habe auf jeden Fall auch Bock zu fighten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil irgendwie letzte Zeit, das war cool, aber wir haben meiner Meinung nach dann am Ende doch ein bisschen zu viel gefarmt. Und Leute, das ist ein Loch. Siehst du dieses Loch? Oh Gott. So, what the heck? Was ist das? Gleich mal nachschauen hier. Erst mal nachgucken. Oh, warte. Aha. Ist das ein Dungeon oder sowas? Moment, das ist hier beleuchtet. Oh.
Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Ah, oh, scheiße, das ist Lava. Ich dachte, das wäre eine Fackel oder so. Ich glaube, das ist einfach nur eine Höhle, ehrlich gesagt. Wo das Lava, also die Lava halt hier ist. Okay, aber es ist schon mal sehr, sehr gut, weil wir haben uns jetzt erstmal schon mal Eisen gespart. Das heißt, wir haben ja schon Eimer. Mhm. Das ist, finde ich, extrem gut. Vor allem, wenn wir eine Kuh sehen, können wir da auch Milch abfarmen, falls Leute auch ein Zitrinenschwert haben. Aber das wird dann ja sowieso unnötig. Was wir natürlich auch können, ist die Kühe anzünden und dann töten halt. Ja, stimmt. Und das ist halt auch relativ cool. Ich gehe ganz kurz da ganz unten rein, weil hier unten ist noch Eisen. Ich komme gleich wieder hoch. Okidoki. Ui, du alter Schwede, dieser Kies, ne? Was machst du? Also ich habe mich halt richtig erschreckt. Ja, da unten ist noch Zitrin. Ich weiß nicht, brauchen wir noch Zitrin? Weil da ja, unten wäre ja jetzt noch ein bisschen. Ja, es wäre gut. Also ich habe jetzt noch 8 am Schmelzen, 5 habe ich jetzt noch im Inventar. Das heißt, eine Brust könnten wir dann für dich machen oder eine Hose, wie du eben willst. Ja, komm mal runter. Komm mal runter hier, in dem Fall. Okay, Moment, ich schaue nochmal, ob hier noch was ist. Nee, okay, ich komme. Ich komme. Hier bin ich. Also hier, dann komm mal hier runter. Ui. Wow, ich hab das super gemacht hier mit dem Holz. Da kommt man gar nicht mehr runter. Nice. Das war genauso geplant. Nicht. So, hier unten ist Zitrin. Ah, weil nice. Du hast ja die Eisenspitzhacke, ja. Ich hab die ja nicht. Und dann würde ich sagen, bau das mal ab. So, und ansonsten. Federn. Halt obwohl, Federn könnten wir behalten, Zitrin. Ne? Federn. Ja, Federn ja. Brauchen wir. Ja. Hier ist noch mehr Zitrin. Alter, nice. Okay, ja, Zitrin ist echt Zitrin. Nicht selten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute auch relativ schnell eine komplette Zitrin-Rüstung haben. Mhm. So. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja, eben, die Frage ist, wollen wir jetzt in dieser Höhle kurz ein bisschen meinen oder wieder in die andere zurück? Das ist jetzt so die Frage. Ich glaube, ich würde jetzt nur oberflächlich hier schnell die Sachen mitnehmen und dann zurückgehen, weil wir haben ja doch noch den Eisenofen und alles drüben mit noch ein paar gebratene Sachen, die jetzt noch durchlaufen. Klar. Und dann würde ich eventuell von der anderen Höhle wegziehen. Ja, okay, gut. Ja, dann kommen wir wieder hoch. Wir gehen jetzt hoch und gehen dann rüber und gucken, dass wir dort ein bisschen uns hinchillen können, so. Okay, doch. Würde ich so behaupten. Und ansonsten weiß ich halt auch nicht. Geht schon mal rüber in die Höhle, ne? Weil ich denke, es ist wirklich niemand in der Gegend, also jetzt gerade von diesen Leuten, weil ich habe nochmal nachgeguckt in dieser Aufnahme. Ich habe ja dort hinten eine Person gesehen. Das war wirklich eine Person. Das war eine also Person, okay. Das war nicht irgendwie okay. Eine Kuh, ja, aber es war Hauptner war das. Aha, okay. Ich habe die Kuh gemolken, statt die Lava wieder weggenommen. Jetzt ist sie komplett in der Lava verbrannt. Kein Steak für mich. GG. Nee, aber ich sehe auf jeden Fall hier wirklich niemanden und ich glaube allgemein sind die meisten Leute eh so ein bisschen in Höhlen. Und die Frage ist halt eben, was besser ist. Entweder man geht halt in Höhlen oder man geht halt eben diese Dungeons quasi looten. Ja. Und ich würde fast mehr vorschlagen, dass wir jetzt eben kurz noch diese Rüstung so fertig machen und alles und ja. Danach halt wirklich so ein bisschen oberflächlich sind, Gegner suchen und halt auch... Guck, ich melk die noch. Ui, ui, ui. Okay, das war... nicht so gut. Das war relativ retarded, würde man in Fachkreisen so sagen. Genau. Well played. Wow, ich bin ja fast tot. Holy crap! Alter, wenn ich jetzt verrecke. Alter, wie viel Leben hattest du jetzt noch? Ich hatte jetzt gerade noch 5 Herzen. Alter. Ey, mach mir echt keine Angst. Ich hatte kurz einen Herzinfarkt. Holy shit. Das wäre so retarded gewesen. Ich glaube, ich hätte, wenn ich mich nicht gelöscht hätte, hätte ich sogar sterben können, ehrlich gesagt. Ja, das Feuer, das braucht ja immer ich so ein bisschen. Ich habe mir mal diese 8 Zitrinen jetzt kurz gegönnt. Okay, nice. Machen wir mal kurz eine Hose draus. So, zack. Mit den schönen Zwecksexturen. Ich frage mich gerade, warum ich jetzt hier nicht das Fadeful oben drüber habe. Oh mein Gott, ich muss das kurz switchen. So, dann. Natürlich super professionell, mitten in der Folge. So, gut. Ich habe eigentlich das normale Fadeful-Pack und diese erweiterten Texturen so sind von Halbzellen gemacht worden, sind Zwecksexturen. Die wurden für alle gemacht und die habe ich halt reingemacht, weil Zwecks mir am besten gefallen hat. Aber hier ist eben eine Schlucht. Meine Frage ist halt, hier ist richtig viel Zitrin und alles. Mhm. Wir könnten eigentlich wirklich jetzt auch erstmal kurz minen gehen, so kurz die Schlucht. Ich würde sagen, in dieser Folge schauen wir uns kurz die Schlucht an. Okay. Was da so ist und dann gehen wir an die Oberfläche. Also okay. Wirklich, weil ja, ist eigentlich echt ein guter Plan, weil was ich jetzt die ganze Zeit nämlich überlegt habe, ist, wir haben eigentlich gar nicht so die geringe Chance, jetzt ein Zitrinschwert zum Beispiel auf Schärfe 5 zu machen, denn
Wie ihr seht, Leute, Zitrin ist echt nicht selten. Und Bücher, also wir haben jetzt ja einiges an Leder schon gesammelt und ja, stimmt, Zuckerrohr müssen wir auch noch unbedingt sammeln. Oh, Pete. Pete von Pete's Meat geht. Tschüssi. Einfach mal bye. Tschüss, tschüss. Verpisst euch. Tschüss. Oh mein Gott. Oh, hier unten ist noch Gold. Holy crap. Ja, komm mal runter. Also wir brauchen hier unten die Eisenspitzhacke. Oder ich mach mir mal selber eine. Das wäre eigentlich auch nicht schlau. Ja, sonst ich kann dir auch schnell eine machen und dir runterwerfen. Ja, gerne. Sonst okay. Komm mal mit noch einer für mich runter. Und okay. Ich frage mich gerade, warum Jay von Pete's... Jay von Pete's Meat. Das war ich. Jay von Pete hätte ich fast gesagt. Jay von Pete's Meat wird nicht gekickt, aber Pete von Pete's Meat. Das ist komisch. Das ist echt weird. Okay, so. Du bist in 5 Minuten gekickt. Hä? Holy crap. Was? Das bei war... Mir kommt, du bist in... Ja, kam holy mir jetzt auch crap. Gerade. Okay, das ist crazy. Ja, okay, gut, wir müssen ein bisschen Gas geben halt. Wo bist du denn? Yes, ich bin da... Alter, okay, die Höhle ist krass. Ja, vielleicht finden wir da ganz schön Titan oder so. Ich weiß halt nicht, in welcher Höhe wir sind. Du, ich kann... Ich muss ja die Call... Ich hab kurz geguckt, also ich bin jetzt gerade auf Höhe 13. Wo aber bist denn du? Da unten da. Ja, guck mal, was ich für dich hab, mein Lieber. So. Eine schöne Eisenspieltakte. Das ist super. Die ist gar nicht so kacke. Okay, der war schlecht. Oh mein Gott. So, Redstone brauche ich ja hier nicht hier unten. So, dann baue ich das ganze Zeug ab. Baust du das Gold ab oder soll ich das machen? Wenn du siehst, baue es einfach ab. Ist kein okay. Ding. Okay. Wir haben genug für alles. Weil ich habe ja auch noch hier 3 Goldbarren und 5 Goldnuggets. Und Gold ist natürlich auch sehr wichtig, um Dingens zu machen, um Gold dafür zu machen. Und ich habe jetzt zwar keinen Apfel. Aber ja, und Leute, es gibt dieses Mal auch einen richtig starken Diamant-Goldapfel. Es ist so, das war unlogisch. Entweder es gibt einen Diamantapfel oder einen Diamantgoldapfel. So. Oh mein Gott. Nee, es gibt einen Diamantapfel und der ist relativ OP. Ja, der ist sehr relativ OP. Ja. Den wollen wir uns dann machen. Dafür brauchen wir 4 Dia, also nach Gold im Endeffekt. Also eigentlich ist es ja schon ein Diamantgoldapfel, weil anfangs macht man ja auch Gold rein. Also irgendwie ist es verwirrend. Voll der verwirrende Apfel. Ja. Leute, der ist voll verwirrend. Ey. Ich gucke jetzt mal kurz hier nach. Man kann ja anscheinend auch Dias auf einer höheren Höhe finden, weil teilweise aber das Bauteam ein paar Dia-Herz irgendwo hingestellt hat. Ach echt? Okay, das ist natürlich schön. Irgendwie Cube hat auf Höhe 40 oder so einfach mal ein Dia-Herz gefunden. Da dachte ich mir auch nur so, ja, go. Der hat jetzt, der hat auch schon Dias gefunden. Ja, aber der hat sie wieder verloren, weil er gestorben ist. Oh, okay, ja, dann... Und vor allem hat er ja nur einen, also von ihm her. Ja. Ein Dia, damit kannst du halt nichts machen, aber trotzdem, ich glaube... es kann schon sein, dass das ein oder andere Team auch schon irgendwie den einen oder anderen Liga hat, aber auf jeden Fall die Leute, die man an der Oberfläche antrifft, denke ich eher nicht so. Nehme ich jetzt aber mal an, ich weiß es halt nicht. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und unterschätze das Ganze und wir hatten eigentlich gar nicht so viel Glück, sondern das ist irgendwie Standard. I don't know. Wir werden es lernen und sehen und merken. Ja, wir werden es echt noch sehen. So, okay, ich habe gerade wieder einiges an Zitrinen gefarmt, das heißt, unsere komplette Zitrinrüstung, ja, da steht nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Mhm. Naja. Also das ich glaube, ich esse jetzt auch diese Eisen-Chestplate halt dadurch, weil im Endeffekt hat halt Zitrin doch die Resistenz gegen diese negativen Effekte. Also es ist doch etwas besser. Nee, aber die Frage ist, wollen wir jetzt anfangen zu Strip-Minen oder wieder hoch? Und ich würde sagen, wir gehen wieder hoch. Weil wir haben jetzt hier in der Höhle, haben wir uns umgeguckt, da ist halt jetzt einfach nur Eisen und Zitrin, ne? Ja. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach an die Oberfläche und chillen erstmal ein bisschen an der Oberfläche rum und gehen dann später halt dann noch Strip-Minen, weil ich finde gerade am Anfang kann man halt sehr schnell Leute, die leichtsinnig sind und halt wirklich noch gar nichts haben und irgendwie oben rumlungern, kann man halt gut raushauen und ich denke, wir können auch später halt noch genug Strip-Minen gehen. Ja, das ist ein guter Plan. Ich hole hier noch ganz schön das Zitrin und dann komme ich... Da komme ich zu dir. So. Ja, stimmt, und weil wir sollten echt zusammenbleiben, wenn wir uns ausloggen. Ja, gut. Ja, das war der Tea Time. Also, ich habe noch, 1 Minute 23. 24. Okay, da, ich gehe mal wieder hoch, ne? Okay, also nur damit du das auch weißt. Ich hoffe, ich finde den Ausweg. Den Zurückweg, meine ich. Denn ich bin ja dafür bekannt, dass ich mir Wege nicht so gut merken kann. Aber wenn du den jetzt nicht findest, dann ist es ein bisschen doof. Ja. Dann warte ich, das, lol, ich bin irgendwie, was? Oh, du wirst ich in bin, einer Minute gekickt. Ja, okay. Bin völlig falsch. Aber ich schätze, doch, dass wir dann hier im Anschluss eh noch eine aufnehmen, oder? Ja, ich denke schon, damit wir das hier fertig machen können.
Wobei, auf der anderen Seite, wenn wir dann hochgehen, möchte ich ja schon, dass ein paar Leute auf dem Server sind. Und wenn jetzt gerade niemand auf dem Server ist, dann ist das ein bisschen doof. Okay, ja, das ist... Bisschen doof. So, da ist der Eisenofen. Da werfe ich mal einfach das ganze Citrine rein. So, geh mal hier rein, Citrine. So. Erst mal kurz was. Ich complete mal meine Rüstung, ne? Okay, würde ich jetzt einfach so sagen. Oh, du bist auch in 30 Sekunden gekiekt. Okay, ich habe jetzt aber noch einiges an Ressourcen gesammelt. Ich versuche jetzt noch so schnell wie es geht an die Oberfläche zu kommen. Ja, ja. Also ich habe schon mal ein bisschen Stuff. Habe ich auf jeden Fall schon mal hier angezogen. Also nächste Folge werden wir auf jeden Fall Full Citrine werden. Also das ist ja, und ich schmelze auch noch Gold. Also ich habe 9 Gold. Es ist für noch ein Goldapfel definitiv. Wenn wir einen Apfel finden, ist das möglich. Und ja, wir werden ihn ein paar Sekunden gekickt. Diese Folgen dauern immer so wenig Zeit. Es vergeht so schnell einfach. Ich würde behaupten, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut beim Bumstory vorbei und ich verlinke euch einfach in der Beschreibung wahrscheinlich noch die Playlist, wenn ihr die erste Folge nicht gesehen haben solltet. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alright, bis dann und tschüss. Tschüss.